Yo, what's poppin' YouTube? It's your boy Misha, aka Pulse Genetics, right here. Ryan Doris here, what's up? With the legendary, almost one and only Ryan Doris. It's fucking morning. I didn't sleep a lot, to be honest. And we're already heading to the gym. Today we're going to a convenient, let's say standard gym. It's not really special, but we're gonna film it anyway. Some easy push day. For me, it's like high volume, pumping up that shit because my contest prep is behind me and I really don't want to go too heavy, especially not after yesterday where I really pulled some heavy weights for my terms. Ryan is filming everything here. He's like, whoa, Switzerland. Get some good pushing in today, man. Yeah, man. Well, we're here. This gun fit. And yeah, see you in there, baby. Polska Genetics. Hardcore natural bodybuilding and more. Yo, yo, Leute. So, schon wieder ein Push-Day. Dieses Mal aber mit einem Pro. Und zwar nochmal die Aufnahmen von Ryan Doris. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, vor 3 Wochen war Ryan Doris hier. Der ist extra eingeflogen, und um mit mir zu trainieren 2 Tage lang, hat bei mir gepennt. Und wieso ich euch jetzt auch noch direkt dieses Push-Day-Video zeige. Also der Unterschied der Trainings ist nicht so groß, aber ihr seht auch hier wieder, wir haben uns eingewärmt und ich habe extra die Kamera einfach mal aufgestellt und gedacht, ich schaue jetzt mal, dass ihr noch was von Ryan seht. Also er macht auch ein paar Sachen, die ich jetzt so noch nicht gemacht habe. Also das, was er jetzt hier zum Beispiel macht, das mache ich persönlich meistens zwischen den Sätzen, einfach so ein bisschen als Lockerungsübung. Also das ist wirklich ein Ritual bei jedem guten Bodybuilder. Versteht mich nicht falsch, die meisten hier sind jung, die meisten hier wollen oder haben gar nicht die Zeit oder sagen auf jeden Fall, sie haben nicht die Zeit, sich einzuwärmen, weil sie nach dem Arbeit nur noch pumpen wollen. Aber irgendwann wird sich das rächen, Leute. Ihr seid jetzt jung, jetzt funktioniert alles. Ich bin auch noch jung. Und habe das trotzdem schon eingesehen in meinen jungen Jahren zum Glück. Und diesen Vorteil wird sich bei mir auszahlen, denn ich werde mit 50 noch trainieren können, wenn ich so weitermache. Und andere, die klagen schon mit 30, mit jeglichen Wehwehchen und Bobochen. Und da habe ich dann einfach irgendwann auch überhaupt kein Mitleid mehr, leider. Weil jeder ist für sich selber verantwortlich. Und wer sich die Zeit nicht nimmt, sich 15 Minuten, 10 Minuten einzuwärmen, bevor es richtig losgeht, der macht den Sport einfach nicht mit Liebe. Das ist meine Einstellung dazu. Es gibt keine Ausreden, das gehört dazu, zum Bodybuilding, zum Trainieren, zum Stärkerwerden. Genau wie jedes andere Training auch. Auch Beweglichkeitstraining gehört dazu. Und das ist ja auch was, was ich immer wieder im Lean Bulking System erkläre. Ihr habt dort nicht nur einen gottverdammten Trainingsplan und einen Ernährungsplan. Ihr habt dort alles, versteht ihr? Ihr habt einfach alles dort. Ich zeige euch das Warm-up. Ich zeige euch die Mobilization, ich zeige euch die verschiedenen Dehnübungen, die ihr braucht, um zum Beispiel auch eine Kniebeuge ausführen zu können. Das ist alles das, was ich euch vermitteln will. Ich will euch wirklich, und apropos noch, nur noch kurz, ich sehe jetzt gerade hier richtig schmal aus, also das sehe ich jetzt erst, das ist jetzt 3 Wochen her und das war ja direkt nach dem Wettkampf, also das war 2 Tage nach dem Wettkampf, da habe ich angefangen so ein bisschen zu cheaten, da war ich auch noch 4 Kilo leichter als jetzt oder 3 und ich merke es jetzt also an diesen Aufnahmen gerade extrem. Aber wie gesagt, wärmt euch ein, Leute, macht es einfach. Rotatoren, wer die mal abgefuckt hat, der kann dann eine Zeit lang nicht mehr trainieren. Und in meinen 2 Jahren als Personal Trainer habe ich schon so einiges gesehen und auch einiges gehört. Und wie gesagt, ich habe auch viele Leute, ich trainiere ja nicht nur Jugendliche, im Gegenteil, ich habe sehr viele Leute, die sind sogar ein bisschen älter und das, jeder von denen hat irgendwas eigentlich. So gut wie jeder hat mal irgendwas und sagt auch immer direkt, ist ehrlich und sagt, ja, das habe ich damals halt vernachlässigt. Und ich selber bin ja auch schon Opfer geworden meiner eigenen Faulheit damals. Also ich habe mich mal an den Schultern verletzt in den ersten 2 Jahren und mein Rückenproblem ist auch nicht einfach so aufgetreten. Also mein Rückenproblem ist aufgetreten, weil ich einfach die Kniebeuge nicht ordentlich. Ich war zwar tief, aber ich habe einfach aus dem Rücken kompensiert, weil meine Beweglichkeit nicht gut war, mein Beinbeuger war verkürzt, mein Gluteus war nicht richtig beweglich und dadurch habe ich halt einfach abgefuckt. Und wenn ihr meint, ihr könnt die Übung langfristig gesund ausführen, ohne zu dehnen, dann seid ihr entweder eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme,
Oder ihr werdet es irgendwann lernen. Aber genug Moralapostel gespielt. Das war jetzt einfach nochmal ein bisschen alles ernster. Ich will auch einfach euch mal zeigen, dass es mir auch wirklich darum geht, hier Wissen zu vermitteln. Jetzt auch hier auf YouTube. Ist ja jetzt nicht so, dass ich nur, weil ich das Paket rausgebracht habe, das alles jetzt für mich behalte oder nur noch den Leuten sage. Es ist einfach so, dass ich halt im Paket dann um einiges detaillierter mache und dafür werde ich ja auch bezahlt. Also das ist ja auch mein Beruf, den habe ich ja jetzt auch schon 2 Jahre, mache ich das schon so mit meinen Kunden. Und ja, hier, wie gesagt, das ist jetzt nur 5 Minuten, die ich hier gezeigt habe. Das ging noch viel länger so weiter. Wir haben wirklich 10, 15 Minuten eingewärmt. Also der Ryan, der trainiert doppelt so lange wie ich und der sagt auch, der macht das seit 5 Jahren. Und seit er sich so einwärmt und alles macht, ihr seht, er macht sogar Sachen für die Beine ein bisschen, obwohl wir gar nicht Beine trainiert haben. Also ich gehe jetzt mittlerweile sogar schon ab und zu mal, lege ich die Black Roll hier am Boden aus. Ich kaufe mir jetzt dann, wenn ich in der neuen Wohnung bin, auch eine Yogamatte, damit ich auch zu Hause ein bisschen Black Rollen kann. Weil es gibt auch nichts Geileres, als sich täglich so ein bisschen, ja, zu massieren, das Ganze so ein bisschen, den Körper einfach geschmeidiger macht. Man fühlt sich einfach besser. Es ist einfach so. Aber fertig jetzt. Jetzt geht's dann direkt los mit dem Training hier. Therabänder findet ihr in der Beschreibung, wo man die am besten kaufen kann. Also bei Amazon zum Beispiel. Für die es interessiert. Hier haben wir jetzt zusätzlich natürlich noch Warm-Up-Sets gemacht für die Übung selber. Hier haben wir jetzt mit Kurzhanteln angefangen. Das war halt vor 3 Wochen und da war ich wirklich noch mit Lightweight unterwegs. Also da habe ich, ihr habt es ja gestern gesehen im Video mit Joel, da habe ich schwere Dips gemacht, Gironda Dips. Das würde ich mir jetzt, vor 3 Wochen habe ich mir das noch nicht zugetraut. Also da war ich wirklich noch sehr vorsichtig mit dem Gewicht. Und auch Ryan war nicht in Topform. Er war, soweit ich mich erinnern kann, direkt, er kam ja von Madrid, also er hat dort studiert und er war auch so ein bisschen, der Ryan hat mir so ein bisschen erzählt von sich, dass er momentan in einer Phase ist, wo Training für ihn leider nicht an der ersten Stelle ist. Also das heißt, er trainiert etwa nur 3-mal pro Woche momentan, konnte aber seine Lifts, seine Main Lifts weiterhin halten. Also er versucht natürlich, diese 3 Trainings dann entsprechend auszunutzen. Und 3 Trainings pro Woche richtige sind immer noch besser als gar kein Training. Also es gibt leider so Leute, die leben mit der mentalen Einstellung ganz oder gar nicht, was natürlich je nachdem auch okay ist, aber jetzt beim Training finde ich das sehr schade, wenn man sich da einfach sagt, ey, ich gehe lieber gar nicht, wenn es nicht ganz ist oder wenn ich da, oder ich bin auch schon so der Typ, wenn Leute zu mir kommen, ich sage jetzt mal aus dem Hobbybereich, ich trainiere mittlerweile eigentlich nicht mehr so gerne Leute aus dem Hobby-Sportbereich. Das habe ich mir eigentlich so ein bisschen jetzt abgeschworen, weil mir muss die Arbeit auch Spaß machen und ich habe einfach nicht gerne Leute, die kommen, auch wenn sie mich bezahlen, aber ich trainiere einfach nicht gerne Leute, die es nicht ernst meinen. Und wenn dann Leute kommen aus dem Hobbybereich und mich fragen, ja, Misha, reicht's, wenn ich 3-mal pro Woche trainieren kann, dann sage ich denen, natürlich reicht das. Denen würde ich jetzt nicht sagen, trainiere lieber 5-mal, weil dann würden sie direkt die Motivation verlieren, weil sie denken, 3-mal nützt gar nichts. Also diesen Leuten muss man dann sogar sagen, dass sogar 2-mal reichen würde. Und als ganz krasser Anfänger reichen 3-mal ja eigentlich auch aus. Also wenn man einen Ganzkörperplan verfolgt im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr, also im ersten halben Jahr würde ich auf jeden Fall auf einen Ganzkörperplan gehen mit den Grundübungen, die alle lernen. Und auch wenn ich es damals selber als Anfänger nicht geglaubt habe, aber Leute, glaubt's mir. Also jeder, der hier seit einem halben Jahr im Gym ist, Kniebeugen, Kreuzheben, Dips, Bankdrücken, Klimmzüge, eventuell noch eine Ruderversion, Kurzhantelrudern oder so. Und das war's im Grundlegenden. Wenn ihr noch wollt, ein bisschen Bizeps und Trizeps, um euer Ego ein bisschen zu pushen, den Bauch könnt ihr am Anfang direkt mal sein lassen, denn solltet ihr eigentlich genug trainieren können. Ah ja, nach Military Press wäre natürlich auch noch was für die Schultern. Also am besten einfach mal so ein bisschen Mainlifts machen im ersten halben Jahr, die richtig lernen und dann geht's los. Jetzt los, ich labere hier eigentlich fast nicht über das Training selber, aber es ist auch nicht so spannend, weil mittlerweile kennt ihr ja mein Training, ihr wisst, was Bankdrücken ist, ihr wisst, was Dips sind, aber einfach um das nochmal hier zu sagen, es war ein nicht schlechtes Training, wir haben ordentlich Gas gegeben, mein Ziel war es hier im Progressionsprinzip 5 Sätze, ich glaube 8 Wiederholungen klar zu machen und das habe ich auch geschafft, ich habe sogar übertroffen, glaube ich. Mit den 40ern. Ryan war auch relativ, also es gibt auch gar keine schwerere Hanteln als 40er in diesem Gym. Das ist übrigens das Gym, in dem ich jetzt
mittlerweile ein bis zweimal pro Woche auch trainiere. Also hier trainiere ich zum Beispiel meinen einen Beintag, da ich hier sehr gut Kniebeugen machen kann am Mittag, wenn keine Sau da ist und auch ein bisschen weniger Zeit verschwende. Und ja, also wie gesagt, das erste Teil des Trainings jetzt, habt jetzt mal das Warm-up gesehen. Im zweiten Teil wird dann Gironda Dips gemacht. Wir machen da noch ein bisschen Supersätze. Also das wird auf jeden Fall folgen nächste Woche. Ihr habt dann auch, ihr seht dann auch, wie Ryan Doris das erste Mal Gironda Dips ausführt. Die Übung kannte er nämlich nicht. Also da konnte ich ihm was vermitteln, was mich natürlich auch ein bisschen froh gemacht hat, weil das Rückentraining, das wende ich seit 3 Wochen an. Das habe ich ja schon auf YouTube gestellt. Also sein Rückentraining ist seit 3 Wochen Programm bei mir und das ist einfach geil. Es ist einfach der Hammer. Ich spüre meine Lats genau jetzt, wenn ich sie so ein bisschen nach hinten ziehe. Also guckt euch auf jeden Fall das Rückenvideo an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Also jetzt, das ist jetzt eher für die Pros hier, für die Leute, die schon 2 Jahre dabei sind. Sonst schaut euch das Rückenvideo an, guckt es an, aber macht es nicht nach alles, weil es ist ein bisschen too much Volume für euch vielleicht. Naja, das war's jetzt, Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Freut euch auf Teil 2 und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Man sieht sich. Peace the fuck out.